¿Pensas que ha sido un atropello a lo mejor? No se sabe. Ni idea, ¿eh? No sé. ¿Está bien? Hallo. Heute sende ich dieses Video von unterwegs. Jairo und ich reisen durch das Land, um einen Hund zu retten, den wir gerade aus einem Tierheim geholt haben. Er sollte sowieso getötet werden, aber das heutige Video handelt nicht davon. Heute werde ich euch zeigen, was wir gestern mit Alba gemacht haben. Wie ihr wisst, wurde sie vor ein paar Tagen in einem schrecklichen Zustand mit einer sehr schlimmen Verletzung an ihrem Schwanz gerettet. Wir haben eine Spendenaktion gemacht. Die Leute haben geholfen und das ist, was wir gemacht haben. Brauchst du noch etwas? Estaba ya más socializado, sí. Este lo domamos en el momento. Bueno, mira, si te coges ahí, maravilloso. Así no me enganchas a mí. Y mi chico. Ya está bonito. Mira que bien se ha portado tú. Oye, te tengo domado. Le pondremos un poco de gotero, animalico. Está. Está. Suelta el nene aquí. Espera, espera, espera. Mira que el otro día se subió por aquí. ¿Sí? Sí, sí. Oye. Porque venía ahí todo enfadado. No te enfades, ¿qué pasa? ¿Vas a ser muy guapo? ¿Lo testasteis de leucemia y tal? Sí, este es negativo. Negativo leucemia, negativo... In dem heutigen Video werden Sie die Operation von Alba miterleben. Eine kleine Katze, die wir vor ein paar Tagen aus einer verlassenen Katzenkolonie gerettet haben. Alba hat eine schreckliche Verletzung am Schwanz und die Amputation ist die einzige Option, um ein viel größeres Problem zu verhindern, das zu ihrem Tod führen könnte. Vale. ¿Pensas que ha sido un atropello a lo mejor? No se sabe, no, ni idea, ¿eh? No sé. No, te voy a girar así le ponemos la mascarilla. Muy bien, muy bien aquí con Alba. ¿Se llama Alba la gata? Sí. Was Sie gleich sehen werden, ist eine von hunderten Operationen, die wir jedes Jahr für die Tiere durchführen, die wir retten. Sie werden ein außergewöhnliches tierärztliches Team sehen, das um das Leben eines Tieres kämpft. Ich bitte Sie inständig, es anzuschauen, denn das ist der einzige Weg, um die Bedeutung der Arbeit, die wir leisten, wirklich zu verstehen. Claro. Puede ser que haya afectado también, tengamos algo más. Que lo sabemos. Sí. Lo hicimos. Hemos quitado el rabo y resulta que está la cadera hecha polvo. Sí. ¿Agarrar? ¿Que sí? Thank you.
¿Está bien? Sí. Vale, vamos a amputar por aquí. Ya está. Vale, vamos. Pásalo quirófano. ¿Lo has pasado el quirófano, pero así? El dolor que ha tenido el animalico, ¿eh? Pero es pobre también, ¿vale? Es que no tiene mojama. Está seco como la mojama. Hemos quitado el filo de la presa que está entrenando. Mira. Está bien. Lo que estaba dañado, ahí lo hemos respetado todo. Also mussten wir Alba operieren. Wir mussten diesen Schwanz loswerden. Es war die einzige Option. Es war wirklich infiziert. Und wenn wir es nicht getan hätten, hätte es zu einer Infektion und Sepsis und Tod geführt. Im Grunde musste dieser Schwanz weg. Jetzt ist es Zeit für sie, ein neues Leben zu beginnen. Wir werden ihr ein schönes Zuhause finden müssen. Und wenn du interessiert bist, schreib mir bitte. Meine E-Mail-Adresse steht hier unten. Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe. Danke, dass ihr Teil dieses unglaublichen Rettungsversuchs seid. Danke, dass ihr Alba und all den Hunden helft. Und kommt bitte morgen wieder und ihr werdet sehen, was wir heute machen. Es wird etwas ganz Besonderes sein. Kommt morgen wieder, bitte. Vielen Dank. Excellent.